Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Star Citizen. Heute ein wenig unter erschwerten Umständen, weil ihr seht da so die zwei grünen Augen. Also gestern Abend ist irgendwas mit den Surfern passiert und die Backend-Surfer sind mal so ziemlich kaputt. Und ja, ich hatte heute erst überhaupt kein Mobiclass, dann habe ich ein paar Mal einen Surfer gewechselt, dann hatte ich ein Mobiclass, konnte aber meine Klamotten nicht wechseln, weil ich logge mich ja im Moment immer ohne Raumanzug aus, weil ich des Öfteren mal die Klamotten verliere, die ich am Leib habe. Also ziehe ich, wenn ich mich abends auslogge, immer die Standardklamotten an, die man in Star Citizen hat, quasi wie nach dem Vibe, ja. Und ja, dann konnte ich halt permanent meine Klamotten nicht wechseln und jetzt hat es mal geklappt und jetzt habe ich so notdürftig, ja, mal ein anderes Suit angezogen, weil ich auch nicht wusste, inwieweit ich die Sachen verliere oder nicht oder wieder ausgezogen bekomme. Und ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich möchte mir gerne eine Vanguard kaufen, aber ich habe mich umentschieden. Ich möchte gerne eine Valkyrie in-game kaufen. Um die Valkyrie in-game kaufen zu können, brauche ich 4,5 Millionen. Ah, und da die Surfer im Moment eh nicht so dolle mitmachen, dachte ich, versuchen wir einfach mal entspanntes Mining. Vielleicht geht das. Versprechen kann ich es nicht. Ich war eben irgendwie auch nur mit vier Leuten, glaube ich, auf dem Surfer. Habe ich nicht alles täuscht? Und, ah ja, jetzt sind schon 8. Sind schon ein paar mehr jetzt. Ja, und einfach mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen Geld noch zusammen. Wäre ich jetzt nicht böse drüber. Und eine entspannte Mining-Runde. Kann auch nichts schaden. Wir sind hier auf Daimar. Und hier haben wir nur Handmine-Builds. Ja, normalerweise bin ich im Moment auch viel mit dem Rock unterwegs. Aber ja, der Rock ist im Moment leider auch ziemlich verbuggt. Deswegen dachte ich, machen wir einfach mal wieder eine Runde mit der Bossbi. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und ich habe in letzter Zeit eigentlich auch immer ganz gute Runden gehabt mit der Bossbi. Also gute Runden. Es ist halt nicht so wie mit dem Rock, ne? Also das braucht man sich nicht. Da braucht man sich nichts vormachen, ja. Aber ich bin mittlerweile zufrieden, wenn ich mit der Brosby zwischen 50 und 100.000 mache. Es sei denn natürlich, wir finden Titanium oder sowas. Dann darf es auch gerne schon mal ein bisschen mehr sein. Aber ihr wisst ja jetzt zum Beispiel eine Brosby voll mit Agritium. Ja. Bringt euch so um die paar 80.000. Von daher, wie gesagt, wenn ich zwischen 50 und 100.000 liege, pro Run mit der Brosby bin ich zufrieden. Ist halt weniger Aufwand als mit dem Rock. Ja, und dadurch auch weniger Zeit. Also, wenn ich mit dem Rock unterwegs bin und ich will den voll machen oder mache ihn voll, bin ich schon so, wenn ich nicht gerade Glück habe und finde ein gutes Vorkommen mit Hardanit, wo viele Steine sind, bin ich schon so gute 2 Stunden unterwegs, ja. Und mit der Brosby halt meistens nur so um die eine, wenn überhaupt, ja. Von daher mal schauen. Ja, weil ich nenne das jetzt ganz einfach erstmal, oh, naja, immerhin 5% können wir mal mitnehmen, beziehungsweise können wir mal knacken, das Steinchen. Hier haben wir auch nochmal nur 2%. Das brauchen wir eigentlich nicht knacken. Wir nehmen uns erstmal den vor, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich kann euch vielleicht hier mal die aktuelle bzw. eine Tabelle einblenden, wo ihr seht, was wie viel wert ist. Wow. Ich habe keinen Hut. Ah, jetzt, sehr schön. Was wie viel wert ist, wenn ihr das abbaut und einen vollen Tank habt, zum Beispiel einen vollen Tank in der Brosby oder irgendwas.
Vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit mit dem Rock gemeint hat, ist meinen mit der Brosby auf einmal so easy, weil man da unten voll den mega großen grünen Balken hat. Naja gut, ich habe natürlich auch den Helix-Laser drauf, ganz klar. Helix ist ein Must-Have. So, was haben wir hier? Mal schauen. Titanium, Titanium. Titanium? No. Das ist aber jetzt. Da. Natürlich, klar. Der letzte Stein, den ich angucke, der ist es. Es ist doch immer so. Den habe ich, glaube ich, doch, den habe ich auch schon. Habe ich alle schon gescannt? Echt? Das war echt der letzte. Ja, gut, wie immer. So. Schauen wir mal, was uns da so erwartet bei dem Steinchen. Ach, 384 Masse davon, 42% Akretium. Schauen wir mal. Hier haben wir doch einmal 100% Akretium, das nehmen wir mal mit. 39%, meh. Inert. Inert, hä? Ah, das sind zwei. Oh, nochmal 100% Akkretion. Dann nehmen wir den auch noch mit. Den lassen wir liegen. Ja, den lassen wir liegen. Dann düsen wir lieber mal weiter. Und gucken, was Daimar noch so für uns bereithält. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Alle warten auf die Mercury Star Runner. Tja, inklusive mir leider. Und dadurch, dass alle so doll auf die warten, werde ich jetzt auch schon langsam ganz hibbelig. Und möchte sie doch jetzt auch gerne haben, aber Vermutungen in den Leaks werden laut, dass die Star Runner tatsächlich erst ja, zur Messe kommt und ja, zum Sale halt. Sprich, in einem Monat, noch einen ganzen Monat warten. Ich will nicht noch einen ganzen Monat warten. Das wäre doof. Ja, ich weiß, das ist Mimimi auf hohem Niveau. Aber trotzdem. Wow, hier ist ja mal so gar nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn hier mal wieder was ist. Was abbauenswert wäre. Bis gleich. So, da sind wir wieder und da haben wir was Feines. Und zwar ein Steinchen. Es ist zwar kein großes Steinchen, aber immerhin 12. Beziehungsweise fast 13% davon sind Akretium. Und die nehmen wir jetzt einfach noch mit. Weil die Suche gestaltet sich heute tatsächlich ein wenig schwierig. Meistens komme ich runter und habe direkt Glück. Aber heute, wie soll es auch anders sein? Wenn ich am Aufnehmen bin, habe ich natürlich kein Glück. Dann suche ich mir heute hier wieder den Hintern fusselig. Also ein bisschen was Gescheites will ich schon im Tank haben. So ein bisschen was soll schon gescheit sein. So, da haben wir einmal inert. Das ist schon mal gut, wenn es so wegplatzt. 30% Akretium. Ja, super. Ham, ham, ham. Prozent Akretium. Wow. Das ist vielversprechend heute nicht. Aber wir müssen das Beste draus machen. Wenn alle Stricke reißen, nehmen wir halt das dann noch mit.
Dann nehmen wir erstmal alles mit einer Aggression, was wir kriegen, würde ich sagen, weil... Ja, also es gibt heute, denke ich mal, keine Runde, die über 50.000 kommt. Wenn wir mal so ganz ehrlich sind. Aber egal. Auch 20.000 oder 30.000 sind Geld. Natürlich ärgerlich, nur im Moment, wenn die... Ich hoffe mal, dass heute noch was gemacht wird an den Backend-Surfern oder morgen. Dass das alles wieder gescheit funktioniert hier. Hoppala. Krieg mal den Rückwärtsgang an. Okay. Es entspannt sich wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so empfindlich ist. Meine Güte. Als mega empfindlich. Guck mal, wie lange der Overcharge braucht, bis der weg ist. Deswegen mache ich jetzt hier extra super langsam. Dass der sich noch ein bisschen besser abbauen kann, bevor uns das Steinchen um die Ohren fliegt. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. So, jetzt geht's. Supi. Okidoki. Oh, wenigstens waren 100 da. Da hat es ja doch noch gelohnt, dass wir den noch geteilt haben. Aber ich denke mal, sonst keine Aggression mehr drin war. Gold, Gold. Inert. Gold. Oh. Okay, 80%, das nehme ich mit noch. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Haben wir hier doch mehr rausgekriegt, wie ich dachte. Na, immerhin. Na, immerhin. So. Dann düsen wir mal weiter im Sauseschritt. Ne, hier waren auch noch so viele Sachen drumherum. Müssen wir da noch hin? Von da hinten kam ich, von hinten links. Da muss ich, glaube ich, nicht unbedingt wieder hin zurück. Aber den hier, meine ich, hätte ich noch nicht kontrolliert. Mal schauen. Entweder da ist was, wenn nicht, suchen wir weiter. Ja, der Grund, warum ich jetzt mich umentschieden habe, die Vanguard kriege ich sowieso noch, weil diese 2 Millionen hat man relativ schnell wieder drin. Und die Valkyrie ist, was ich festgestellt habe, sehr, sehr angenehm. Um mit dem Rock unterwegs zu sein. Und weil die auch sehr, sehr hoch ist innen drin. Und der Rock hat im Moment ja diesen Bug, dass er gerne mal sein Ärmchen ausfährt. Und dann gerade in der Cutlass das Tanzen anfängt oder irgendwas und letztendlich auch explodiert. Und die Valkyrie, die ist tatsächlich so hoch, dass es ihr vollkommen egal ist, ob der Rock da drin rumspinnt oder nicht. Und sie hat natürlich eine extrem große Rampe und sowas. Also fürs Rock Mining, ich habe sie mir jetzt ausgeliehen vom Bekannten und ich muss sagen, bestes Schiff zum Rock Mining. Ja. Und kommt aber für mich, weil es ja eigentlich ein Dropship ist, nicht in Frage, die irgendwie für echt Geld zu kaufen. Und deswegen dachte ich, okidoki, holen wir uns erst die Valkyrie. Meine natürlich, sie soll auch in die, auch in den Star Runner sollen die, die Rocks passen, aber die Frage ist halt wie. Ja, wenn die genauso reinpassen, sag ich mal, wie die Max,
ist es auch schon kompliziert, weil auch die Max kann es nicht gut verknuspern. Wenn da der Arm hochgeht. Das nächste, was im Moment gegen die Max spricht, ist tatsächlich, dass sie kein Licht hat. Das heißt, sobald es dunkel ist, ist Mining mit ihr auch ein bisschen doof, weil man hier diese Steine nicht findet. Man fliegt eher irgendwo gegen Berg im Dunkeln, weil ohne Licht ist halt doof. Und sie fliegt im Moment, also ihr Flugbild ist... Oh, da waren zwei Steinchen, ne? Ja, ihr Flugbild ist im Moment eher bescheiden, sagen wir es mal so. Bescheiden ist, glaube ich, ein guter Ausdruck dafür. Warum habe ich das Gefühl, ich fliege die ganze Zeit im Kreis? Einmal Gold. Und so geht das schon die ganze Zeit. Ich finde nur Müll. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich mal wieder keinen Müll mehr vor der Linse habe. So, hier haben wir noch ein paar Trickes gefunden. Das würde ich sagen, nehmen wir noch mit. Ist zwar ein kleines Steinchen mit seinen 2700 Masse, aber immerhin 13% davon sind Agrizium. Die nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal weiter. Runter, 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 runter. Ach ja. Also das Warten auf so ein Schiff ist schon echt doof. Und nach der Mercury Starliner kommt ja dann die Hercules C2, ne? Auf die warte ich auch. Also ich habe beide als CCUs, die Starliner sowohl als auch die C2. Und ja, das Warten ist dann immer mega ätzend auf sowas. 75% Agrizium in dem Brocken, das ist schon mal nicht schlecht. Also von mir aus. Ja, dann ist alles hier drin. Okidoki. Dann drehen wir uns mal ein bisschen. Warum ist der hier eigentlich? Lila umrandet. So ein Riesenbrocken. So. Mal den noch klein. Hallo, ich hätte gern mal eine Anzeige. Danke. Wie gesagt, ich wollte jetzt gerne die Folge aufnehmen, aber im Moment werde ich wahrscheinlich auch mal, upsie, auch mal wieder warten mit dem Star Citizen spielen, bis die Backend-Server sich ein bisschen gefangen haben wieder. Und also ist das echt anstrengend. Wenn zum Beispiel die Star Map nicht funktioniert oder man die Klamotten nicht wechseln kann, Helm nicht ab- und aufziehen kann und man dann verhungert oder vertrocknet, weil man nicht trinken kann, das ist dann schon unangenehm. Von daher, aber ich denke mal, dass sie das relativ schnell fixen werden, weil sonst ist es ja ein bisschen unangenehm. So, ich packe mal noch ein. Ach so, das war das entfernt. Was haben wir hier noch? 23%. Hier haben wir nochmal 100%. So, was haben wir hier noch? Oh, noch mal 100% Aggression, das ist okay. Damit kann ich leben. Weiß nicht, soll ich es noch mitnehmen? Komm, das nehmen wir noch mit. Oh, dann ist die Brosby zwar nicht ganz voll geworden, aber... Ja.
Und das sind diesmal definitiv keine 50.000. Aber naja, so nun denn. So spielt's halt nicht immer. Dafür habe ich manchmal Glück. Das letzte Mal bin ich tatsächlich, glaube ich, Viela aus dem Quantum Drive runtergekommen auf dem Planet. Direkt einen riesen Klumpen gefunden mit 20% Quantanium drin. Abgebaut, ab nach PO. Und steinreich. So kann es natürlich auch gehen, ne? Ja, steinreich nicht, aber es waren so um die 200.000. Und das für nicht mal eine Viertelstunde. Ja. Aber wie gesagt, das fühlt sich halt nicht immer so, ne? Ich hoffe, die Star Map funktioniert. Ja. Juhu, juhu. Wir wollen nach PO. Über OM1. Okay. Kann ich mitleben. Was ich zurzeit halt auch extrem gerne mache, was mir sehr viel Spaß macht mit der 100er, also mit der 125, ja, die Delivery-Mission. Die machen echt Spaß mit der. Kann man nicht anders sagen. Und ich habe mir die 125 jetzt schon aufgebaut. Und konnte sogar mit der Bounties machen. Also ist okay. Macht Spaß. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch gut nach PO kommen. Aber PO hatte eben na, wie heißt die Bewaffnung rundherum an? Jetzt sieht es nicht so aus. Oh, das ist nicht schlimm. Hier scheint ja im Moment alles friedlich zu sein, sprach sie und wurde abgeschossen. Nein, alles gut. So. Schön langsam ins Ziel trudeln. Da steht eine Cutlass. So. Dankeschön. Also viel war es diesmal leider nicht. Ich dachte, ich hätte euch mal einen schönen Mining Run zeigen können, aber irgendwie passiert mir sowas immer dann, wenn ich nicht aufnehme. Das ist der Vorführeffekt, machst du nichts dran. Aber ich finde das auch ganz schön, einfach mal entspannt eine Runde meinen oder dies oder das tun oder auch wieder eine Delivery. Ich mach's halt gerne. Und alles, was Geld bringt, ist gut. Egal, ob es jetzt 8.000 sind oder 100.000. Es macht Spaß, wenn dann die Backend-Surfer wieder gehen. So. Also viel wird es diesmal definitiv nicht sein. Oh, naja, doch 51.000, na immerhin. Mehr als ich dachte. Das ist doch immerhin etwas. 50.000 reicher. Yay! 971, ich brauche nur 29.000, dann habe ich hier 3 Millionen. Hup, hup. Mal schauen, ob wir sie claimen können. Ja, das war mal ein schöner, entspannter Mining-Ausflug. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da.
Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn ihr euch über das Spiel informieren wollt, könnt ihr das gerne tun auf der Seite robertspaceindustries.com. Dort könnt ihr euch völlig kostenlos registrieren. Und wenn ihr bei der Registrierung meinen Referral-Code angebt, beides findet ihr in der Videobeschreibung, sowohl den Link zur Seite als auch den Code. Dann erhaltet ihr in-game, wenn ihr euch das Spiel zulegen solltet, direkt 5000 Credits gutgeschrieben, anstatt nur 1000. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal im Verse. Mal schauen, was wir da machen. Und ja, das Warten auf die Starbanner geht weiter. Wir sehen uns. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.